人生病了可以向医生求医，但是植物生病了又该如何是好呢？或许德国汉诺威科技公司 Peats 最新研发的手机应用程式 Plantix 就是最方便也最便宜的植物医生。Plantix 的特别之处在于，只要你把农作物受损的照片上传到应用程式上，内置资料库就会检测这些遭遇虫害以及营养不良的农作物照片，再通过光学识别图案，短短几秒钟之内就能够得出检验结果，而且还能够提出补救措施，让辛苦耕种的农民们能够及时的补救，不至于损失惨重。Die Idee dahinter ist ja eigentlich, dass wir Kleinbauern eine Unterstützung bieten, Schäden an ihren Pflanzen einfacher zu bestimmen. Ganz oft ist es einfach so, dass das Wissen noch beim Experten, beim Pflanzenberater ist und nicht direkt im Feld. Und mit der App, wollen wir quasi wie so ein,Yeah, wie so ein Lexikon für die Tasche machen, was man auf dem Feld dabei hat. Plantix 可以侦测60种植物虫害问题。德国人两年前已经善用这项科技，并开始在印度和巴西测试。用户多数都是一些小农民，而研发商希望这个手机应用程式最后可以变成有规模的系统，检测更多的农作物。Also in jedes System einsetzen, was eine Kamera und einen Internetanschluss hat. Das heißt, man könnte sich auch vorstellen, dass die Software in Kamerasystemen an Traktoren oder sogar in Drohnen eingesetzt wird, um große Flächen, große Felder auch in der großskaligen Landwirtschaft zu monitoren und möglichst früh und schnell zu lokalisieren, wo bricht gerade eine Pflanzenkrankheit aus oder wo ist ein Schädling aktiv.其实当用户把照片上传到 Plantix 得到解救方案之后，公司并不会删除这些照片，而是将它们储存到资料库，再加以整合分析。目前资料库里共有上万张的照片，而研发商就希望有朝一日能够借此来推动农业改革。